Meine Leute, ich bin's und ja, ich bin nicht allein, Gott sei Dank. Ich habe einen Experten, Tom Oehler, dabei. Und der ist nicht nur ein Experte im Erklären, sondern der kann natürlich auch fahren wie ein junger Gott als Trailer. Und deswegen heute ein spannendes Thema. Ihr seht das hier, der sogenannte Logride. Das ist der Baumstamm, ja. Und das gibt es nicht nur in der North Shore in Vancouver, sondern auch zu Hause. Man kann da kreativ sein. Und natürlich vom Profi jetzt die Tipps, wie man sich da rantasten kann und welche Skills man dafür braucht. Genau, bei mir geht es darum, wie man quasi quer über diesen Baumstamm drüber fährt. Ganz wichtig. Ist nämlich eine Situation, die man öfter mal hat auf dem Trail. Darum ist es wirklich eine extrem praktische Technik, die ich euch jetzt zeigen werde. Und man kann es auch bei anderen Stufen und so anwenden. Also ist eigentlich ganz egal. Beim Baumstamm ist er ein bisschen schwieriger, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Paletten da liegen hätte, weil der Baumstamm ist ein bisschen kleiner, er ist oben rund. Da gibt es ein paar Themen, die man ein bisschen beachten muss, aber das zeige ich da jetzt. So, liebe Leute, jetzt habt ihr natürlich mitbekommen, wenn man über den Baumstamm fahren will, längs, muss man erstmal ordentlich drauf kommen. Und das hatten wir schon mal in gewisser Weise auch in Videos drin, aber ich denke mal, von Profis kriegt ihr richtig gute Tipps. Und als Trailer ist man Hindernismeister. Deswegen zeigt euch Tom jetzt mal, wie ihr das macht und welche Tipps er für euch hat. Also, so, ganz wichtig. Grundlage für das Ganze ist einmal, dass wir wissen, wie man sich so auf dem Rad verkeilt und wie man das Hinterrad da hochziehen kann. Also ohne dem funktioniert es nicht. Wenn euch da die Basics fehlen, dann schaut euch da die dementsprechenden Videos, vielleicht von Marc, falls es was dementsprechendes gibt, sicher unten verlinkt dann an. Das ist ganz wichtig. Ansonsten von der Technik her. So. Erster Schritt ist immer Vorderrad aufs Hindernis drauf, dann heben wir das ganze Rad hoch und ziehen es drüber. Wenn wir das Vorderrad draufsetzt, dann ist es ganz wichtig, dass wir unseren Schokoladenfuß, in meinem Fall der rechte Fuß, dass der vorne ist. Das ist wirklich extrem wichtig, weil dann können wir einfach viel besser das Hinterrad hochziehen und das Rad nach vorne drücken. So, die Technik, um das Vorderrad auf den Baumstamm zu kriegen, da gibt es drei verschiedene Varianten und die zeige ich euch jetzt kurz. Variante 1 ist einfach anrollen und das Vorderrad wirklich heben. Also einfach nur mit den Armen hochziehen. Wichtig, davor schauen, ein bisschen Impuls erzeugen. Also sprich, in dem Moment, wo ich kurz davor bin, muss ich ein bisschen tiefer gehen, drückt die Gabel rein und kann dann das Vorderrad schön auf den Baumstamm draufheben. Zweite Technik ist der Kick. Ich roll mit meinem Schokoladenfuß vorne an, also bei mir, wie gesagt, der rechte Fuß, kurz bevor ich dann zum Hindernis komme. Schaue, dass ich eine gewisse Vorspannung mache im Schokoladenfuß. So kriege ich einfach mehr Druck aufs Pedal. Und mit diesem Druck hebe ich das Vorderrad auf das Hindernis drauf. Variante Nummer 3, die halbe Kurbelumdrehung. Schaut dann so aus, ich brauche eine Spur mehr Abstand zum Hindernis. Schaue, dass der Schokoladenfuß hinten ist in dem Fall. Dann brauche ich nochmal ein bisschen Vorspannung, weil in der Position bekomme ich wesentlich mehr Druck aufs Pedal. Und mit einer halben Kurbelumdrehung hebe dann das Vorderrad drauf, habe den Schokoladenfuß wieder vorne und dann drücke das Rad drüber. So, generell, umso kleiner das Hindernis, umso schwieriger wird die Technik auch. Das ist ein bisschen das Problem dabei. Darum muss man schauen, dass man ganz präzise und schnell ist. Also wenn ich das Vorderrad draufsetzt, schaue ich schon einmal, dass ich es ein bisschen vor die Mitte vom Baumstamm draufsetzt. Da geht es dann so leicht bergauf und dann kann ich mich besser wegdrücken. Wenn ich jetzt zu lang warte mit dem Wegspringen, dann rollt man das Vorderrad vorne schon wieder runter und wenn ich da jetzt Druck gebe, schiebe ich nur das Rad nach vorne weg und was halt dann passiert, ich stich da ordentlich mit Kettenblatt ein und das wollen wir eigentlich vermeiden. So, wir starten mal mit Variante Nummer 1, einfach das Vorderrad auf das Hindernis heben und dann drüber ziehen. Variante Nummer 2, der Pedal Kick, das mache ich dann eher, wenn ich von Haus aus einfach weniger Geschwindigkeit habe und vielleicht so bei leichten Steigungen. Schaut folgendermaßen aus, langsam anrollen. Also, Variante Nummer 3. Variante Nummer 3. Die halbe Kurbelumdrehung verwendet man am besten, wenn es wirklich irgendwo von der Neigung her ein bisschen steiler bergauf geht. So kann man den meisten Schwung mitnehmen, damit man wirklich nur über die Stufe bzw. über den Baumstamm kommt. So.
wieder anrollen. So, liebe Leute, jetzt hat der Tom euch den Tipp gegeben, dass ihr das Vorderrad richtig platziert mit Präzision. Er macht das Ganze mal vor und wir gucken uns genau an, wo auf dem Baumstamm das Vorderrad aufkommt. Er hat natürlich viele Jahre Erfahrung, aber wenn ihr kleine Hindernisse habt, die auch nachgeben, dann habt ihr auch nicht das Risiko, dass ihr vielleicht irgendwie euch aufhängt und dann über den Lenker geht. Also ja. Tom zeigt euch den Kick. Schokoladenfuß vorne, ganz wichtig. Langsam anrollen. So, rechts vorne ist mein Schokoladenfuß. Dementsprechend linker Fuß bei mir nach vorne, Schokoladenfuß ist hinten. Und aus der Position kann ich dann starten. So. Der Marc darf das Ganze jetzt einmal probieren. Ich habe ihm da kurz mein Rad zur Verfügung gestellt. Und jetzt schauen wir mal, ob die Technik wirklich funktioniert. Ich bin auch ganz gespannt. Die halbe Umdrehung, der falsche Fuß. Da hat Tommy eine Markierung gemacht. Jetzt wechseln. Genau, jetzt war der Marc schon ein bisschen zu nahe dran. Dadurch ist ihm das Vorderrad ein bisschen drüber gerollt. Also ihr müsst einfach nur mal eine Spur früher starten, um das Vorderrad hochzuheben. Dann wird das auch passen. Okay, probiere ich nochmal. Bin ich ja froh, dass du mir heute die Tipps gibst. Aber das ist doch auch spannend. Seit der E-Bike-Sache nennt man das Ganze Pedalmanagement. So schaut's aus. Okay, ein bisschen früher. Falscher Fuß. Dann starten. Genau, nur ein bisschen früher, dann klappt's vielleicht auch. Okay. Genau, was da einfach wirklich tricky ist, ist, man muss den Gang, den man da verwendet, wirklich genau kennen. Ja? Also immer, wenn ich im technischen Gelände unterwegs bin, habe ich eigentlich immer einen Gang, den ich da verwende. Bei mir ist es der fünfte Gang. Und mit dem Gang kann ich halt die Entfernungen zum Hindernis wirklich perfekt abschätzen. Und das ist da ganz wichtig. Also wenn Sie die Technik übt, immer am besten im gleichen Gang. Nicht zu stark, nicht zu leicht, spielt sich da ein bisschen, aber dann wirklich nur mit den einen Gang verwenden und so klappt es dann am besten beim Lernen. Okay, also. Letzter Versuch. Ich mache jetzt eine neue Markierung. Ja, rup. Aber dann probieren wir es nochmal. Ja, sonst passt es. Okay. Ja. Ein bisschen die Körperspannung verloren, aber dann versuche ich es jetzt besser zu machen. Das Bike verpflichtet, glaube ich. Also, falscher Fuß. Und dann starten. Ja, war schon ein bisschen besser. Man müsste dann auch noch früher wegdrücken. Das kommt dann auch noch dazu. Man muss ja da jetzt sagen, der Baumstamm ist relativ klein eigentlich. Der könnte ruhig ein bisschen breiter nur sein, dann wird es ja ein bisschen leichter gehen, dass man wirklich nur oben sich wegdrückt. Dann würde ich sagen, ich übe einfach noch ein bisschen und dann kann ich es euch irgendwann mal kameratauglich vormachen. Aber hat sich schon ganz gut angefühlt, so auch die Tipps jetzt vom Tom zu bekommen und dann dich Schritt für Schritt zu steigern. Und ihr habt ja auch von seinem Video jetzt gerade seinen Tipps auch gehört. Es gibt ja mehrere Varianten und ihr experimentiert mit allen und guckt dann, welche situativ am besten passt. Ja. So, jetzt fahren wir quer über den Baumstamm drüber, na, da längs. Wenn wir auf den Baumstamm rauffahren, ist es vom Prinzip her absolut die gleiche Technik. Also wenn ihr die Technik quer drüber übt, ist komplett die gleiche Technik, wie wenn ihr jetzt längs auf den Baumstamm drauf fahrt. Natürlich, wenn man längs drauf fahrt, kommt halt einfach dazu, der ist rund, der ist relativ lang, man muss dann drüber balancieren. Da wirklich drauf schauen, bewegen auf dem Rad und arbeiten. Also nicht rauffahren und alles ganz steif machen, dann kann man die Balance eigentlich nur verlieren, wirklich schön locker bleiben. Und drüber zirkeln, dann geht das. Der Marc ist dran. Schauen wir mal an, wie das funktioniert. Also das Rauffahren war super, oben dann leider die Balance verloren und das braucht einfach viel Übung. Okay, aber einen habe ich noch. Zwei hast du noch. Second First Try ist ja jetzt ein gängiger Begriff. Da weiß jeder, woher das ist. Okay. Das war der First Second Try, jetzt kommt der First Third Try. Ja, und ihr habt natürlich gesehen, schon ein geübter Abgang. Ich bin das Scheitern schon gewöhnt. Da muss man das mal mitüben.
Genau, und das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, einfach im Zweifelsfall vom Rad absteigen und auf den Füßen landen. Das soll eigentlich immer das Ziel sein. Okay. Ah, fast. Ha, gut, dass er wenigstens nicht nass war. Ja, zum Glück, aber das hat schon super ausgeschaut und hat eigentlich nur mal einen Meter gefehlt. Also. Letzter Versuch. Und dann geht's weiter. Gut, dass ich jetzt kein Filmteam hinter mir habe, dessen Budget jetzt runterzählt. Okay. Ah. Also ihr habt gemerkt, ist eigentlich eine coole Sache zum Üben. Ich würde jetzt, wenn ich mehr Zeit hätte, noch ein paar Versuche machen. Risiko wäre, je nachdem wie der Baumstamm ist, dass ihr euer Schaltwerk ein bisschen beschädigt. Das heißt, fangt mit kleinen Hindernissen an und erst wenn ihr sicherer seid, geht ihr auf höhere, weil das ärgert einen, wenn das Schaltauge dann verbogen ist oder so. Wobei, die Fahrradindustrie muss ja was verdienen, also nicht so vorsichtig sein. Ja, danke dir, Tom. Und ihr hattet Tipps und habt noch ein bisschen miterlebt, wie wir jetzt hier üben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tom, wo kann man dich bei welcher Veranstaltung demnächst treffen? Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber ihr werdet mich in Zukunft wahrscheinlich auch jetzt öfter mal sehen. Ich mache jetzt ein Projekt, das nennt sich Schlüsseldienst, da könnt sich alle dafür bewerben. Wird so Anfang Juni vorgestellt und ist dann auf mountainbikenews.de zu sehen. Danke und bis zum nächsten Video. Bis dann, servus, ciao.